hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Michelle. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Beginne mit Gartenarbeit für deine psychische Gesundheit. Veröffentlicht von Antares am 18. Juni 2021. Natur und Garten, spirituelles Erwachen und Erkennen, Telegram. Geschrieben von Mia Barnes, Gastautorin für Wake Up World, übersetzt von Antares. Möchtest du deine mentale Gesundheit aufbessern? Warum gehst du nicht nach draußen und gräbst in der Erde? Garteln hat erhebliche Vorteile, die über eine vorübergehende Ablenkung von deinen Problemen hinausgehen, obwohl das ein Plus ist. Wenn du noch nie im Garten gearbeitet hast, zögerst du vielleicht, weil du nicht weißt, was du tun sollst. Keine Angst, egal ob du in einer winzigen Stadtwohnung wohnst, einen ganzen Hinterhof zu hacken hast oder einen großen Garten umbuddeln willst, dieser Leitfaden kann dir ein wenig helfen. Schau, wie deine heilsame Reise der wachsenden Dinge beginnt. Sammle bunte Gefäße. Egal wie groß deine Wohnung ist, du kannst drinnen und draußen mit Hilfe von bunten Behältern etwas anbauen. Einige können ziemlich teuer werden, doch du wirst in der Regel preiswerte Modelle finden. Falls du an einem sonnigen Samstag nichts Besseres findest, als die Straße nach Schnäppchen zu durchforsten, hast du Glück. Nachlassverkäufe bieten ebenfalls potenzielle Angebote. Tomaten, Erbsen und Kürbisse wachsen gut in Containern. Daher denke nicht, du würdest dich nur mit Blumen abgeben müssen. Du kannst viel Geld sparen, wenn du die Gemüse- und Obstversion wählst. Statt Barbie-Pflanzen zu kaufen, kannst du die Samen von den einigen gekauften Produkten aufbewahren, sie trocknen und auf einer Fensterbank ausbringen. Eierkartons funktionieren prima für diesen Zweck und du kannst sie ganz einfach umpflanzen, wenn es soweit ist. Containergärten verbessern deine mentale Gesundheit, weil sie dich mit der natürlichen Welt verbinden. Sie bringen dich nach draußen und ermöglichen deinem Körper, natürliche Vitamin-D-Speicher anzulegen. Entwickle dein Ein-Neuen-Zweck-Geben-Spiel. Hast du einen Garten zu Hause? Falls ja, hast du eine Menge mehr Platz zum Bepflanzen. Doch Baumaterialien wie Pflastersteine und Gartensteine sind nicht billig. Wenn deine finanzielle Situation etwas angespannt ist oder du umweltfreundlich sein willst, solltest du dir überlegen, wie häufig du eigentlich wegzuwerfende Gegenstände für deinen Garten wiederverwenden kannst. Nein, du musst keine Toilette in einen Pflanzkübel verwandeln, wenn das nicht deinem Geschmack entspricht. Du könntest jedoch einen alten LKW-Reifen in einem fröhlichen Farbton streichen, um einen runden Pflanzplatz für einen kleinen Obstbaum und einige einjährige Pflanzen zu schaffen. Ein alter Spielzeug-Muldenkipper ist ein spielerischer Platz, um deine Petunien zu parken. Und ein Kronleuchter sieht atemberaubend aus, wenn würziger Oregano über die Seiten herabhängt. Mache einen Spaziergang um dein Haus herum. Schaue nach irgendwelchen unattraktiven Stellen, die du tarnen möchtest. Wie kannst du dies auf kreative Weise mit Pflanzen tun? Wenn du den Anblick deines Wasserzählers nicht ertragen magst, sorgt ein klappbarer Raumteiler, der mit Pflanzgefäßen verdeckt wird, dafür, dass er für Wartungsarbeiten zugänglich ist, doch ansonsten einen hübschen Blick von der Straße bietet. Die Verschönerung deines Grundstücks senkt deinen Stresspegel. Anstatt zu seufzen, wenn du in deine Einfahrt gelangst, lächelst du über die schöne Umgebung, die du selbst geschaffen hast. Gehe es vertikal an. Ist dein Raum so winzig, dass selbst dein Balkon kaum Platz für etwas anderes als zwei Stühle bietet? Wie schaut es mit deiner verfügbaren Wandfläche aus? Vertikale Gärten bieten eine weitere pflanzsparende Lösung für den Innen- und Außenbereich. Und wenn du recycelte Materialien wie Plastikflaschen zur Herstellung nutzt, sparst du auch noch Geld.
Du kannst alte Farbtöpfe mit Erde füllen und sie aufhängen oder eine alte Holzleiter in der Ecke aufstellen, um kleine Behälter unterzubringen. Dein örtliches Holzgeschäft gibt vielleicht alte Holzpaletten umsonst weg. Du kannst diese mit nach Hause nehmen, sie passend zur Einrichtung bemalen und sie an der Wand befestigen, um einen sicheren Rahmen für Kräuter zu schaffen. Sogar kleine Gärten verbessern deine allgemeine Fitness. Du musst deine Pflanzen immer noch gießen und pflegen, was dich von der Couch holt. Und wenn du heilende Sorten wie Kamille und auch Minze oder Melisse anpflanzt, kannst du Tees zubereiten, die deiner Stimmung zugutekommen. Mache es zu einer Gemeinschaftsangelegenheit. Was, wenn du von einem großen Grundstück träumst, doch nur einen winzigen Hinterhof hast? Hast du Nachbarn, die ebenfalls Interesse am Garteln zeigen? Wenn ja, warum bringst du nicht eine Aktion in Umlauf oder hängst Schilder auf, um ein Treffen des Gemeinschaftsgartenkomitees anzukündigen? Sobald du eine Gruppe von Gleichgesinnten zusammengebracht hast, musst du dich um die rechtlichen Anforderungen kümmern, indem du dich an deine örtliche Behörde wendest. Gehe diesen Prozess nicht von einer auf Gegensätzen beruhenden Perspektive aus an. Du hast vielleicht Vorschläge für den Standort oder die Art der Pflanzen, die in deiner Zone gut wachsen würden. Nachdem du die Genehmigung erhalten hast, geht es an den schmutzigen und spaßigen Teil, das Anlegen und Bepflanzen eures Gartens. Du kannst das Gemeinschaftsgrundstück auf verschiedene Arten organisieren. Jede Familie könnte sich um einzelne Bereiche kümmern oder ihr mögt vielleicht einen rotierenden Zeitplan für das Haken, Unkrautjäten und andere Pflegeaufgaben erarbeiten. Dieses Projekt wird dir helfen, dich mehr mit den Menschen um dich herum verbunden zu fühlen. Nahezu 3 von 5 Erwachsenen leiden unter Einsamkeit, die zu Depressionen führen kann. Garteln ist eine der besten Therapien, sogar eine anerkannte. Schaffe einen zen-artigen Rückzugsort. Praktizierst du gerne Yoga, Meditation oder beides? Würdest du dich dann über eine wunderschöne, spa-ähnliche Umgebung freuen, in der du deine Hobbys ausüben kannst? Felsen und Sand spielen in vielen Zen-Garten-Designs eine wichtige Rolle, was bedeutet, dass du deinen Rückzugsort so pflegeleicht gestalten kannst, wie du magst. Bambus ist ein idealer Sichtschutzzaun und er wächst in Containern. Du kannst den Rand deiner Terrasse damit säumen, wenn du in einer städtischen Umgebung lebst und nicht magst, wenn Passanten in deine Ruhezone eindringen. Du kannst den Effekt vervollständigen, indem du ein Do-it-yourself-Bambus-Wasserspiel bastelst, das dich in das Gefühl versetzen könnte, du säßest in Lotuspose unter dem Schatten des Mount Fuji. Bei diesem Gartendesign wirst du vielleicht gerne viele bunte Blumen ergänzen. Wenn du Geld sparen willst, wähle Stauden. Sie kosten anfangs mehr, doch kommen sie Jahr für Jahr immer wieder. Du brauchst ebenso einen bequemen Platz zum Sitzen. Wenn du dich auf einer Terrasse befindest, könntest du einen Teppich und Kissen zur Polsterung nutzen. Wenn du deinen Platz in einer anderen Stelle in deinem Garten anlegst, ziehst du möglicherweise den Bau einer kleinen Terrasse oder eines Pavillons in Betracht. Du kannst den Wert eines wunderbaren Ortes für deine Gepflogenheiten gar nicht hoch genug einschätzen. Du wirst ein Gefühl der Ruhe erleben, bevor du dein erstes Om chantest. Garteln verbindet dich also mit der natürlichen Welt und lenkt dich etwas von deinen Problemen weg. Es verbessert auch dein mentales und körperliches Wohlbefinden. Warum beginnst du nicht heute eine heilende Pflanzreise? Und in jedem Falle, alle Gärtner sind wirklich verschieden in ihren Ideen und Ansichten. Manches wird sich prima ergänzen und sicherlich könnt ihr euch untereinander helfen und gemeinsam erholen. Daher vernetzt euch miteinander. Vielleicht wohnt ja jemand nicht allzu weit weg. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.